Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es das Unboxing vom Fire TV und dem dazugehörigen Controller. Der ist heute am 25. September erschienen. Ich habe euch auf Twitter gefragt, ob ihr ein cinematisches oder ein One-Taker-Unboxing wollt. Die Mehrheit hat entschieden, ein One-Taker, und das gibt's jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich würde sagen, wir hauen erstmal den Controller auf die Seite und schauen uns den Fire TV selbst an. Der ist hier noch in so einer Plastikpackung, dass ihr auch seht, dass das Ganze wirklich noch original verpackt ist. Weil wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind das Unboxings, bei denen die Geräte schon mal ausgepackt waren. Die Verpackung finde ich ziemlich geil, was eigentlich blöd ist, weil im Laden werden die sowieso nicht stehen. Die verkauft Amazon ja nur im Store. Dennoch ziemlich cool gemacht. Und ich hole einfach mal schnell ein Messer. So, machen hier oben das auf. Oh Mist, schon zerschnitten. So, dieses Geräusch, was ihr vielleicht auch nicht im Hintergrund hört, das ist ziemlich doof. Ich kann es leider nicht ausmachen. Ich hoffe einfach, ihr hört es nicht, und falls ihr es hört, tut es mir wirklich leid, aber das ist einfach jetzt beim One-Take-Unboxing nicht anders lösbar. Aber ich dachte mir auch, zu so einem Gerät macht es irgendwie wenig Sinn, so ein cinematisches Unboxing zu machen. Wir sehen hier Fire TV, das sieht alles ziemlich cool aus. Hier nochmal ein Aufkleber, oder kann man es schon öffnen? Nein, man muss hier erst, oh, sogar mit Siegel und alles aufmachen. Das Teil gibt es ja schon länger in den USA, jetzt endlich auch in Deutschland. Das ist praktisch ein Apple TV von Amazon. Und ich finde das Ganze echt richtig cool, weil man darauf auch spielen kann, deswegen der Controller. Und wow, hier haben wir es schon. Was sage ich zum ersten Eindruck? Er sieht etwas größer aus als ein Apple TV von den Maßen, aber wow, ist auch deutlich dünner. Also wirklich ein gutes Stück dünner und wiegt relativ viel. Insgesamt hat das Päckchen mit Controller und Fire TV ganze 1,18 Kilo gewogen, und ich habe mich schon gefragt, was kommt denn da an, weil ich nicht wusste, dass der Fire TV schon heute ankommt. Hier ein kleines Handbuch, Ihren Fire TV anmelden, was alles dabei ist, wie er funktioniert. Schauen wir uns nicht an, denke ich. Da haben wir schon wieder das Geräusch, was ihr hoffentlich nicht hört. Dann hier die Fernbedienung, das ist eiskalt von Apple nachgemacht, aber in den Amazon-Farben, dass hier die Fernbedienung so drin liegt. Die ist ziemlich klein, ich hatte sie größer erwartet. Das Tolle an der ist jetzt, dass wir, wenn ich sie mal geöffnet habe, na, komm schon, so, dass wir hier so ein Scrollrad haben und eben auch eine Sprachsteuerung, denn wir können hier einfach Befehle einsprechen, haben keine Tastatur, es geht leichter, und das kann auch ganz viele Medien erkennen. Hier noch eine kleine Folie. Na, na. Wow, noch nie so eine schlechte Folie gesehen. So, hier oben haben wir dann den Empfänger, nehme ich an. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir das alles vom Design ziemlich gut. Es scheint Fingerabdrücke schon jetzt magisch anzuziehen, aber es ist ziemlich schön gelöst von Amazon, diese ganze Fire TV-Geschichte. So, was haben wir hier noch? Macht man das auf? Aha. Hier haben wir den Netzstecker. Das ist deutsch. Ich hatte gerade schon irgendwie Angst, dass es ein amerikanischer ist. Rechteckig, auch Amazon drauf, noch in Folie. Hier wieder das Geräusch, selbstverständlich. Und hier der Anstecker, damit das Ganze natürlich überhaupt Strom hat. Zu guter Letzt, schön, dass Sie das beilegen. Zwei Batterien, sogar Amazon-Batterien, Amazon Basics. Die sind aber nicht wieder aufladbar, glaube ich. Ich glaube nicht, nein. Die macht man dann aber in die Fernbedienung, logischerweise. Machen wir gerade mal. Ah, komm schon. So klassisch wie bei jeder Fernsehfernbedienung. Das ist nichts Besonderes. Aber ich bin eigentlich ganz gespannt auf die Laufzeit, alles dann im Review, weil ich will dazu ein Review machen. Ich finde das Teil nämlich ziemlich cool. Seht ihr dann alles dazu, wie die Laufzeit denn so ist mit diesen ganzen Features. So, das war es auch schon aus dieser Packung, soweit ich weiß. Ja, und wir schauen uns einfach mal den Controller an. Der Controller ist selbstverständlich auch noch in so einer Plastikfolie eingewickelt. Das machen wir auch schnell weg. Komm schon. So. Übrigens will ich mich auch noch für die Audioqualität allgemein entschuldigen. Ich finde die nicht heute nicht so toll. Es ist nicht das interne Mikrofon der Kamera oder so, aber es ist trotzdem nicht das Beste. Finde ich ein bisschen schade, aber lässt sich leider gerade nicht anders lösen. Dafür wird es in den anderen Videos dann wieder besser sein. So, das hat hier so eine leichte Trapezform, und so slidet es dann auch raus.
Hier haben wir das Teil. Auch hier wieder diese übertriebene Verpackung. Mal gucken. So. Und zack. Da ist das Gamepad zum ersten Mal. Das ist so eine Mischung aus Xbox und, keine Ahnung, Amazon-Design. Ach, ganz schön laut. So, gucken wir uns erstmal an. Also das ist so eine Mischung hier so aus kantigem Design. In der Hand liegen, muss ich jetzt aber sagen, tut er ziemlich gut. Also es fühlt sich ziemlich natürlich an. Die Knöpfe sind jetzt ein bisschen zu weit oben, aber die Trigger hinten sind eigentlich ganz cool. Und hier fühlt er sich sehr dünn an. Hier wie bei der Xbox auch. Die Batterien. Das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, wenn ihr gerade zockt und Batterien neben euch habt, seid ihr direkt wieder auf 100%. Nachteil, Batterien kaufen oder wieder aufladbar. Aber ich muss sagen, die Trigger sind ein bisschen rutschig, aber allgemein genau die von der Xbox bequem. Hier auch die typischen Buttons. Hier die Anordnung. Muss sagen, er ist ganz cool. Ich denke, damit zockt sich's ganz gut. Werde ich auch rausfinden, natürlich, wenn ich selbst zocke. Und was haben wir hier noch? Auch ein Anleitungsbüchlein, das uns zeigt, was wir wie zu tun haben. Übrigens, der Fire TV kostet ganze 50 Dollar, wenn ihr, oder halt 50 Euro, wenn ihr Amazon Prime-Nutzer seid. Wenn ihr es nicht seid, kostet er 100, die Prime-Mitgliedschaft kostet 50. Ich empfehle euch echt, die zu holen. Prime ist was richtig Tolles, besonders wegen Instant Video, weil darauf könnt ihr dann ziemlich viele Serien ja kostenlos angucken und Filme. Und zudem kriegt ihr eben den Fire TV günstiger und damit habt ihr den Prime-Preis schon wieder drin. So, dann gucken wir uns das einfach nochmal an insgesamt, was der Fire TV so kann, designtechnisch und so weiter. So. Also das Teil ist relativ günstig. Aber der Controller kostet 40 Euro, ist für ein Gamepad auch günstig, aber wenn ihr davon jetzt, sagen wir mal, 4 Stück kauft, dann habt ihr natürlich fast mehr bezahlt, also insgesamt natürlich mehr bezahlt als für die Konsole oder den Fire TV an sich. Finde ich nicht ganz so toll, ich hätte ihn gern noch günstiger gehabt, aber es ist wie gesagt okay, wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht. Erster Eindruck, geiler Geruch, riecht wie bei Apple-Produkten, wenn man sie auspackt. Außenrum hier dieses schön glänzende, gefällt mir richtig gut. Schickes Design, hochwertig, Fingerabdrücke halten sofort drauf. Hier hinten haben wir dann einen Anschluss und zwar haben wir hier den Strom, HDMI, so ein Audio-Ausgang für besseres Audio, Internet per Internetkabel und USB. USB ist meines Wissens nach nur dazu da, den Fire TV zu laden. Falls das nicht so ist, belehrt mich auf jeden Fall in den Kommentaren. Ihr seht auch schon die ganzen Fingerabdrücke. Und das war es im Großen und Ganzen jetzt vom Fire TV Unboxing. Ich werde das Teil jetzt mal einrichten, anschauen, wie es so ist, eine Runde Bombsquatch spielen, weil das gibt es ja für das Fire TV, was mich sehr freut. Und das könnten dann ein paar witzige Stunden vorm Fernseher werden. Und ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Falls es so war, lasst doch ein Like da. Ein Review kommt auf jeden Fall auf diesem Kanal hier. Seid schon mal gespannt. Falls ihr den Vergleich mit dem Apple TV sehen soll, sagt das auch in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.